Hallo und willkommen zurück bei Faster Than a Light FTL Advanced und wir fliegen jetzt zum Sultan Controlled Sektor weiter. Oh, sehr schön. Wieder Nebula-Dings, damit ich das Achievement hoffentlich doch noch voll bekomme, auch wenn ich das bezweifle. Die haben böse Waffen. Da kann ich jetzt auch erstmal nur warten. Die Rakete werde ich auf jeden Fall abbekommen. Aua. Ja. Auf die Waffen. Immerhin haben die meine Waffen nicht getroffen. Da warte ich jetzt darauf, dass die fast voll sind. Und dann drehe ich denen da wieder den Saft weg. Und damit werde ich jetzt das Ding aber wegsprengen, wenn es... Na, es hat verfehlt. Okay. Gut. Oh, dann ist es auch schon fast kaputt. Na. Ich hoffe mal, dass das passt. Mist, hätte ich den Breach benutzen müssen. Schade. Na toll. Meine Waffen sind noch außer Gefecht. Breach nicht. Duel. Kann ich nicht deaktivieren. Oh, der hat keinen Sauerstoff mehr. Da. Nochmal, das ist natürlich jetzt ziemlich drohnenintensiv, aber ich will halt auch nicht, dass die mich da zerlegen. Hängt fest. So, der kann wieder freigemacht werden. Ich hoffe mal, dass die Rakete noch ein bisschen... die kann ich sowieso gleich wieder disablen. So. Gut. Und weg sind sie. Na, ich brauche Sprit. Nichts. Da ist kein Store. Dann wird's jetzt eng. Ach, das Ding muss ich noch reparieren. Und da sind zwei drin. Okay. Wunderbar, rüber. Rüber.
bisschen reparieren. Ja, aber jetzt habe ich noch einen Treibstoff. Nicht gut. Gar nicht gut. Na, Crewmitglied verloren. Ja, jetzt kann ich nur... No fuel. Blip, blip. Wait. Best Deal. Negotiate. He moves to attack. Okay. Auch gut. Bridge. Die sind zwar gut bewaffnet. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so der Hammer, was die haben. Ich hoffe mal, damit die Rakete zu disablen. Hat leider nicht so funktioniert. Ja, da kommt die Rakete. Die geht auf meine Schilde. Da steht ja jetzt auch keiner mehr, weil mir der Typ flöten gegangen ist. Nee. Die kann ich logischerweise nicht beide nehmen. Dann machen wir das so. Ja, die Schilde lasse ich jetzt da einfach so. Sind sie halt kaputt. Dafür laden meine Waffe schneller nach. Feuer! Puh. Nee, die sollte ich doch reparieren. FTL ist charging. Scheiße. Okay. Beide treffen, wenn ich da hinklicke, dann müsste das auch andersrum funktionieren, denn dann kriege ich den Schild früher und könnte eventuell noch mehr Schaden machen. Exzellent! 4 Treibstoff. Sauber. Ja, doch, können wir mitnehmen. Achso, da unten ist noch die Quest. Wenn ich die alle abfliegen will, dann sollte ich da zuerst hinfliegen. Fuel. Fast keine Energie. Okay, da muss ich jetzt wirklich überlegen, was ich tue. Der Breach, der muss auf jeden Fall an, um Schaden zu minimieren. Beides davon ist super tödlich. Da ziehe ich eins ab. Ich glaube, das Hacken lohnt sich hier nicht wirklich.
mal den Holbert Beam an. Ja, von einem der beiden Sachen kriege ich auf jeden Fall was ab. Lässt sich gar nicht vermeiden. Und es wird der Laser sein. Immerhin. Oh, der andere hat auch noch geschossen. Ja, muss ich voll drauf. Trotzdem 4 Schuss. Wieso geht der Schild nicht runter? Sauerstoff muss repariert werden. Das fix. Wunderbar. Sauber. Ja, ihr solltet aber nicht da drin stehen bleiben. Das ist nicht so gesund. Warten wir ab. Feuer. Gut. Brutzel. War jetzt nicht so die Riesenausbeute. Reparieren wir das mal hier. Ja, ich schätze, den Endboss werde ich ja wohl nicht mehr töten. Dafür geht es mir einfach zu schlecht für den Stand. Aber das mit den Teleporter kaufen und dann die gegnerischen Innenteile sehen, das könnte auf jeden Fall noch was werden. Dahin. Absolut nichts. Dahin. Wir haben noch eine einzige Rakete. Den Breach muss ich hier anmachen. Die haben Ja. Und den setze ich auf die Schilde. Ja. Ein bisschen Schaden werde ich hier auf jeden Fall fressen. Ich werde gucken, dass ich den Schaden dann stark mache, wenn er kommt. So, Schilder aussaugen. Okay, das geht in den leeren Raum. Das ist gut. Schilde sind weg. Feuer. Und damit kriegen wir auch ordentlich was zerstört. Niemals. Wobei, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, nehmen wir.
Ein Store, wunderbar. Dann fliege ich da mal vorbei. Page 2 Crew Teleporter. Ja, wunderbar. Damit habe ich auch endgültig verspielt, dass ich den Endboss besiegen kann. Aber den Erfolg kann ich wohl erreichen. Fix. Und damit das andere Schiff freischalten. Natürlich müsste man dazu auch erst nochmal in so einen Nebula kommen. Store. Passt schon. Ja, den Crew-Teleporter, den werde ich ja nur für die Quest quasi benutzen. Den muss ich auf jeden Fall benutzen. Wo soll der hingehen? Auf die Waffen? Nee, den muss ich auf jeden Fall auf den Schild, weil ich ansonsten überhaupt nicht durchkomme. Zack. Da kommen die Gegner. Ich werde mal hier den Sauerstoff klauen. Breach direkt auf die Schilde. Ich muss einfach akzeptieren, dass ich da ein bisschen was an Schaden bekomme. Na, das war natürlich dann Murks. Okay, auf den Sauerstoff, den kann man reparieren. Hätte ich früher anwerfen müssen. Feuer. Und Waffensysteme zerschreddern. Da müsste eigentlich beides drin. Nein, geht nicht. Kriegt man das nicht? Und hier an der Seite. Okay. Da geht auch das Hacking-System. Die haben sich zurückgeportet. Ist okay. Kriege ich das jetzt repariert? Fertig, der darf wieder ausweichen gehen. Bridge, geh mal hier drauf. Und Feuer. Gut. Also und dasselbe nochmal. So. Sauber. Na, ihr Schweine. Aber die haben nur einen rüber geschickt. Das war ja böse. Sind auf jeden Fall jetzt im Arsch. Heilen.
So, und Sauerstoffen. Kann ich hier schon mal wieder umstellen, bevor ich das vergesse? Und dann sind wir auch soweit für den nächsten Sprung-Quest. Ich hoffe mal, dass das hier hinhaut. Danach muss ich noch zweimal springen. Home Sweet Home. Ah, sehr schön. Da habe ich das Achievement bekommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt 30 Mal Nebula war. Ich habe auf jeden Fall zu wenig Crewmitglieder, um davon alles zu sehen. Das Schiff ist einfach zu groß. Es sei denn, ich mache. Moment. Naja, es ist auf jeden Fall zu groß. Müsste ich einen hier hinstellen, damit würde ich die drei Räume, die vier Räume sehen. Und den anderen hier, dann würde ich die Räume sehen, oder? Ist auf jeden Fall ein Raum zu viel. Einen kann ich ja noch mit diesem Hacking-Ding sehen, aber ja, das reicht nicht. Also Hacking. Damit schalte ich die Schilder aus. Zack. Der geht direkt auf die Waffen. Na, die Rakete wäre mir lieber gewesen. Fangen wir mal an, Schilder auszusaugen. Feuer. Das war nichts. Und er hat den Raketenwerfer nicht getroffen. Wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. So eine Scheiße. Vier Räume treffen, sind 8 Schaden. 2, 4, 6, 8. Also sind die, glaube ich, auch schon kaputt. Auf der Slugman-Ship. Okay. Da ist wohl ein Loch. Ach, das heilt sich sowieso von alleine in meinem Schiff. Brauche ich nur warten. Naja, dass da jetzt kein Sauerstoff ist, ist auch wurscht. Okay. Machen wir mal Energie. Da einen Punkt rein. Puh, 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 puh. Ja, da einen Punkt rein. Jump dahin. Wieder so eine fette Rakete. Und wieder drei Schilde. Breach auf die Schilde. Ja, Breach auch, aber den Hacker.
Und dann schießen wir mal auf die Waffen. Naja. So ist es gut. Nö. So, abwarten. Ich habe keine Breach, keine Raketen mehr. Feuer. Ah, beides daneben. Scheiße. Auslutschen. Feuer. Und's. Wunderbar, wieder eine Rakete bekommen. Zeit satt. Burst Laser Mark II. Ah, oh, sehr schön. Selbst wenn wir das dann am Schluss nur verticken würden. 2 und 3 Schuss. Ordentlich. Und da werde ich auch mal den Breach für opfern. Wie lange braucht er denn zum 12? 10? Das ist okay. Die wechsle ich mal gerade aus. Und dadurch, dass ich das eben aufgerüstet habe, passt das auch. Jo, wunderbar. Dann kann es ab zum nächsten Sektor gehen. Dann mache ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt und sage bis denn.